Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Sleep, gemütlich durchgenommen. Ich bin Andi und wir spielen Earthbound und so gemütlich wird's heute gar nicht. Also für mich selber, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Wir kämpfen nämlich, also wir mussten letztes Mal aufhören aus Zeitgründen, mitten im finalen Endbosskampf. Gigas, wir kämpfen gegen Gigas. Ach ja, ganz kurz, hier ist die Fuzzy Pickel, die, von der ich erzählt hatte, dass Gregor sie zur Ausstaffierung seines Genitals in seine Radlerhose gesteckt hat und dort sehr lange verwahrt hat. Ich habe sie jetzt noch mit sehr viel Sagrotan und Febreze bearbeitet, sodass sie wieder funktioniert. Ich habe sie noch entschuppt, weil ich finde einfach, dass sie, wenn wir hier finalen Endkampf haben, auf jeden Fall dabei sein soll, um sich das große Finale mit anzugucken. Ja, ich, also was wir so rausgefunden haben, ist, dass wenn Antje betet, dass es effektiv ist und ich glaube, dass es auch das Ziel des Ganzen ist. Also müssen wir, wenn wir jetzt ins Spiel gehen, irgendwie darauf achten, dass wir es schaffen, dass Antje überlebt. Und deswegen müssen wir immer gegenheilen. Wir müssen aber auch gucken, dass Kirill lebendig bleibt und noch irgendwie an Psy-Energie kommt, um eventuell im Notfall Antje wiederzubeleben, weil wir haben kein einziges Wiederbelebungsmaterial mehr. Das wird sich schwierig gestalten alles. Also ich werde jetzt mit allen anderen ein bisschen defenden, mit Antje beten. Bernie darf eigentlich ruhig draufgehen, glaube ich. Guck mal, was er noch an Gütern hat. Könnte vielleicht nochmal Defense Shower benutzen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Oder ein Slime-Generator, damit der Gegner vielleicht eine Runde lang nichts macht. Ja, das machen wir. Und Kirill wird Psy-Magnet machen. Und jetzt, oh Gott, ich hoffe, ich verkack's einfach nicht. Sonst müssen wir diesen ganzen Dungeon halt nochmal machen und ein Feuer doch ein bisschen besser vorbereiten. Ich weiß halt nur nicht, ob man... Oh. Man kann ihm kein Psy absaugen, das ist schon mal richtig schlecht. Das heißt, wir haben nur noch das, was Karl kann an Heilung. Oh. So, der Reigen der Leute, die mit uns beten, sind jetzt auch die Leute aus Dalam. Zumindest ein Mädchen aus Dalam und eine Geisha aus Dalam. Ich weiß nicht, ob man das Geisha nennt, aber eine Person mit einer Geisha-esken Frisur, so wie ich sie mir vorstelle. Eine junge Frau in Dalam ist von ihrem Traum, in welchem Prinz Kirill starb, aufgewacht. Und sie hat angefangen zu beten, dafür, dass es Kirill und seinen Freunden gut geht. So, das steigert exponentiell. Also es müssten jetzt vielleicht 360, 390. Ich weiß nicht, auf jeden Fall steigert es sich krass. Okay, der Slime Generator funktioniert jedenfalls nicht. Das heißt, nochmal Defense, beten. Kann er sonst noch irgendwas? Er kann sich selber heilen mit dem HP-Sucker. Und du kannst eh nichts machen. Güter? Nee, Mann. Ich will diesen Kampf einfach direkt gewinnen beim ersten Mal. Ah, yay, Karl. Freunde, ihr könnt nicht... Okay. Das hat zum Glück Antje nicht erwischt. Das heißt, wir können erneut beten. Ich weiß ja nicht, wie oft du das machen musst, ne? Oh, guck mal. Wer sind die denn nochmal im Burger-Restaurant? Ach, das ist Frank.
Genau, Frank the Frank das Messer. Der erste Endboss, der hat eine Armee von Punkern. Und er betet auch diligently, magna cum diligentia, sehr sorgsam. Ja, um 675. Bernie. Oh, der HP-Sucker funktioniert auch nicht. Deffen. Beten. Account Upside wird auch nichts bringen. Und deffen. Karl, Freunde. Arg, Jarek. Wir können. Was macht er jetzt? Karl trifft's nicht. Antje auch nicht. Das ist ganz gut, dass augenscheinlich irgendein. Das ist ein Element, wogegen Antje ausgerechnet geschützt ist, was sehr gut ist. Mama. Ich kann die Mutter von der Schwester kaum unterscheiden. Tatsächlich ist es die Mama. Ja, das ist die Schwester. Klar, die hat eine Schleife im Haar. Oh. Und Sleepy, der Hund. Karls Mother felt terribly uneasy. And she began to pray for the safety of her son and his friends. Oh Mann, eigentlich gefällt mir das nicht, dass man den Endkampf durch Beten bestreitet. 1388. Die Gebete werden immer härter. Karl ist on guard. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der für weiter. Prayer. Bernie ist tot. Kirill. Deft. Ich bin so traurig, Karl. Ah, oh. Karl. Jetzt kommt wieder ein Angriff. Das ist gut, dass es Antje einfach nicht trifft. Ich weiß nicht genau, was das Element ist, mit dem er angreift. Also Bernie hat's erwischt. Ah, das sieht schon ganz schön spooky aus. Also, sorry, wenn ihr jetzt gerade mit dem Wunsch zu schlafen hier reingegangen seid. Also ich könnte jetzt nicht schlafen. Das ist echt ein bisschen weißes Rauschen gepaart mit, ja weiß ich nicht Doom, wie heißt dieses andere Spiel, das vergleichen, Blatt heißt es, oder ein bisschen auch Silent Hill Hintergrund. Gott, oh Gott. Antje betet. Antjes call was absorbed by the darkness. Nein! Oh nee. Was muss ich? Muss ich den hauen? Ich weiß es nicht. Ich bete weiter. Versuche ich den zu mirroren? Versuche ich die Dunkelheit zu lernen? Ja. Nee, Mist. Go back! Go back! Wow. Funktioniert dieses Mal? Touched the heart of wen? Wessen Herz berührt unser Gebet dieses Mal? Ach, das ist ja mein. Ist das. Ich glaube, das war mein, ne? Mein Spielername, den ich jemandem eingegeben habe. Ah, I kept praying. Ja, Sir Barbara Andy. Ja, das bin ich. Ich bete das quasi jetzt weg. Scarborough Barbara Andy. Das bin ich.
Boah, guck mal, meine Gebete sind richtig schmerzhaft, Mann. Oh nee, der muss ja auch noch. Karl, now I will. It's going to seem like I'm running away. Ja. Diese Flitzpiepe, ey. Nicht, ey, wenn der wegrennt. Ich will ihm so noch die. Ich will Poki so noch verprügeln, Mann. Ich will den so sehr verprügeln. Von der ganzen. Von ganz tief in meinem Herzen will ich Poki verprügeln. Vielleicht sneake ich in eine andere Zeitalter. Denke dort über meinen nächsten Plan nach. Keinen Fall zerstöre ihn bitte. It's a good bet that we will see each other again. Tschüss. Ich bin der coole Guy. Ich bin vier coole Guys. Oh Mann, das ist echt ganz schön spooky. So viel zum Thema Let's Sleep. Könnten wir uns auch The Ring angucken als Let's Sleep. Oh nee. Heiliger Bimmer. Ich müsste irgendwas drücken. Ich habe gerade den Controller gar nicht in der Hand. Ich bin ja total eingekeilt. Ich bin so einer totalen Abwehrhaltung gerade. Aber ich habe ihn doch besiegt, oder? Jetzt sehen wir nochmal die Leute, die. Ah, oh, da sind wir. Warum sind wir als Roboter so kaputt? Der Krieg gegen Gigas ist vorüber. Warte mal, mir fällt hier mein. Okay, fährt mein Mikro vom Kopf. So. Ach ja, für die, die letzten Folgen nicht gesehen haben, wir waren Roboter, weil wir in die Vergangenheit reisen mussten. Und das geht nicht mit biologischem Material, das geht nur. Deswegen wurde unser Geist da ausgesorgt. Und in Roboter verfrachtet. Ich denke mal, dass das, was da gerade wegfliegt, unser Geist ist. Aber ob der jetzt auch wieder in die Echtzeit fliegen kann? Mal, da liegen unsere Körper. Kommt unser Geist jetzt zurück? Ja, da kommt unser Geist zurück in unsere Körper. Oder nur der von Kirill. Nee, da kommen auch noch nach und nach die anderen. Das wäre ja auch jetzt gemein. Das wäre auch ein geiles Ende. Nach diesem Kampf. Ja, ach nee, von Bernie. Der Geist kommt nicht zurück, weil er im Kampf gestorben ist. Er bleibt einfach da liegen. Da hätte ich aber ganz schön geguckt. Dumm geguckt hätte ich da. Wir wieder. Hallo. Unsere Reise zusammen ist hier vorbei. Ich muss zurück nach Dalaran und diese Erfahrung für das Gut meines Landes nutzen. Jo, haust du rein, Kyrill, ne? Haust du rein. Karl, Antje, Ernie. Ich zeige euch eine merkwürdige Kraft, bevor ich gehe. I realized this power as a child. Er ist ein Trick, den er als Kind gelernt hat. Mal gucken, was er da noch kann. Zeig es mir. Say farewell now. I see you again someday. Say farewell. Okay. Er kann es einfach Geschenke regnen lassen. Cooler Typ, Mann. Was ist mit ihm? Und hier, Karl, er hat nur das rumgerubbelt.
Das war cringy. Ja, es war cool, mit euch rumzuhängen. Das wirklich. Ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, einige Theorien, die ich gelernt habe, zu überprüfen. Das ist bemerkenswert. Wenn, vielleicht, also, if you two get hitched someday, maybe I'll be the one that fixes your broken electronic devices. Ja. Also, ich bleib hier für eine Weile und gucke, ob ich mehr von Dr. Andonuts lernen kann. And Donuts. Dr. and Donuts. Ich meine von meinem Vater. Das sieht aus wie ein cheesy Wüsi. Zowie Wowie, meine Freunde. Ach ja, Regie. Ich muss das mal ganz kurz an der Regie sagen. Ich habe keine Uhr. Das heißt, ich weiß nicht, wann Werbung ist. Karl, willst du mich nach Hause begleiten? Ja. Na klar. Antje, ich bring dich doch noch eben nach Hause. Aber ich will diese Päckchen öffnen. Ein Brief von den Kindern. Von welchen Kindern? Dear Antje, how are you doing? I'm fine too. So are me also. Me okay. Please come and play with us again. In the Polestar Free School. Oh yeah. One or more thing. Bring us some presents if you have any. Bin ich denn? Na toll. Was hier? Ein Brief von Mutti. Der ist für mich. Lieber Karl, wie geht's dir? Also seit du von zu Hause weg bist auf deiner Reise, haben sich die Dinge hier total verändert. Zum Beispiel, ich muss nicht mehr so viel Wäsche waschen. Also, außerdem essen wir gar nicht mehr so viel Lasagne, wie als wenn du da bist. Ah, ich habe gehört, dass du ein universell böses Dings besiegt hast. Was das ist? Googie? Oder so? Was war das nochmal? Googie? Oder so? Die Mutter ist so geil. Also, das hört sich wirklich toll an. Ich möchte ein paar Details hören. Also, komm nach Hause, ja? Klar, ich erzähle meiner Mutter, wie ich Googie besiegt habe. Googie. Tracy Sleepy und ich warten auf dich. Liebe Mama. Sie hat sich selber Mama genannt. Mama. Tony. Letter von Tony. Lieber Bernie, alles ist wirklich toll hier. Ich wünschte, ich hätte mit dir auf die Reise gehen können. Vielleicht nur so ein kleines bisschen. Aber stattdessen sitze ich hier und warte auf dich in Winters. Ich möchte dich wiedersehen, sobald wie möglich. Ich kann kaum erwarten, dein freudiges Gesicht zu sehen. Ich wette, deine Brillengläser sind schmutzig. Wenn du zurückkommst, werde ich sie für dich putzen. Wow, I smell romance in there. Wie ich gesagt habe, ich warte für dich. Yours truly, Tony. P.S. Don't show this letter to anyone. Oops. Oh nee, sorry. Ja, oh nee, wir haben einfach Tonys Brief allen gezeigt. Oh nee, peinlich. Es ist ein Wunder. Das ist nur passiert wegen deinem großen Mut. Glaub mir, ich bin durch ein Leben. Worst of stress while we were gone. I wish I could have covered a robot. Ah ja. Ist mir egal, ich will jetzt Antje nach Hause bringen noch. Und meine Mama besuchen. Der Mama ist einfach zu Fuß, wa?
Weiß nicht, wie viele Folgen sind wir? 41 oder so? Folge 41 sind wir jetzt durchgekommen. Vielleicht ein bisschen mehr. Ich kann es echt nicht sagen. Vielleicht 100? 45? 45? Aber wenn es keine Gegner mehr gibt, kann ich mich auch... Folge 42 ist das hier jetzt? Naja. Ach. Ja, es ist einfach super friedlich. Dann kann ich mich auch einfach teleportieren hier, oder? Lauf mal, Twistik. Läuft hier gar keine Musik? Oder höre ich sie nur nicht? Ach nee, hier läuft einfach nur Wasserrauschen, okay. Den Fernseher sehr leise eingestellt. Dass ich das gar nicht gehört habe. Das ist ja was. Na okay, wir müssen doch noch eine Werbung machen. Ja, ich laufe in der Zeit schon mal ein bisschen weiter. Weil wir jetzt noch Antje nach Hause bringen und dann bisschen Mama besuchen. Vielleicht noch mal kurz in unserem Haus vorbeischauen. Ich weiß ja nicht, was man hier jetzt noch in dieser aufgeräumten Welt machen soll. Ohne Gegner ist es ja nichts. Deswegen sage ich mal, kurze Werbung für euch. Ich laufe schon mal ein bisschen weiter. Dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo ihr Lieben, wir haben gerade Earthbound durchgespielt und sind gerade so, ich glaube bei den letzten Dingen, die wir machen müssen, wir sind gerade in Street und ich bringe Antje noch zu Fuß nach Tucson, genau, und danach gehe ich noch zu meiner Mama. Ich glaube, dann wird das Spiel einfach vorbei sein. Aber als Kavalier müssen wir natürlich unsere, ich meine, guck mal, ich bin so krass geholfen, die coole Antje. Da wollen wir auf jeden Fall sie nach Hause bringen. Ich meine, da hat sich ja auch echt was entwickelt, ne? Wie krass die uns einmal entführt wurde. Also ich finde das Spiel echt bis zu diesem Zeitpunkt ganz geil. Was ich halt ein bisschen abstrus finde, ist, dass man wirklich beten musste, um den Endboss in seiner letzten Form zu besiegen. Das hat mich ein bisschen, ja, auch genervt, ist eigentlich falsch. Aber Tucson. Apple Kid, wollen wir nochmal Apple Kid vorbei? Ist er da? Nee, Apple Kid war ja gerade. Aber wir können hier. Apple Kid war ja gerade bei den Saturn-Set. Der hat diesen Face Distorter mitgebaut. Mal Orangen Kid angucken, ob der mal irgendwas fertig hat. Bist du hierher gekommen, um dein Investment Money zurückzuerhalten? Nein? Kannst noch ein bisschen warten? Ich verspreche dir, ich werde meine brillante Erfindung machen. I rely on your support. Ich verlasse mich auf dein Support. Obwohl ich ein super Genie bin. Eigentlich will ich mein Geld wieder haben. Denn ich habe nicht mehr viel Zeit. Das Spiel ist gleich zu Ende. Fuzzy Kaktus. Wo ist eigentlich der Fotodude? Warum hat er nicht mal im Endkampf ein Foto gemacht? Ist hier nicht die Schule? Ja, warte mal. Nein, Antje wohnt doch weiter im Süden dieses Ortes. Da bin ich doch schon dran vorbei, oder nicht? Moment mal. Townmap. Nee. Ach nee, die wohnt noch weiter. Die wohnt einfach jetzt gerade hoch im Norden, die Straße hoch. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Hier so. Nee, da ist die Pizzeria. Da. Polestar. Er lächelt. Der Kinderlächer. Karl, danke, dass du mich nach Hause gebracht hast. Da ist noch etwas, was ich dir sagen wollte, aber ich habe es vergessen. Also, ich bin mir sicher, ich werde mich daran erinnern, wenn ich dich wiedersehe. Ich glaube, es ist das L-Wort. Loser. Ich habe den Endboss besiegt. Die geht wahrscheinlich voll ab. Ja, ach ja. Karl, ich wollte noch etwas sagen. Es ist das L-Wort. Du Loser. Ich habe Gigas besiegt mit meinem Beten. Du Loser, 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 Loser. Loser, Karl, Loser. Sorry, ich wollte euch nicht wecken. Well, I guess this is it. Goodbye. So long. See ya. Bye. Die will einfach gar nicht. Eigentlich will die nicht. Die will mich eigentlich noch dissen. Bye. Er guckt dir nach und dreht sich so ganz. Oh. Ich geh einfach hinterher. Lol. Wo ist sie? Das ist ihr Daddy. You're a very strong young man. My opinion of you has changed. Wie der dachte vorher, ich wäre nicht jung und stark. Vielleicht solltest du doch weiter mit Antje daten. Aber behandle sie richtig. Komm vorbei und besuch uns immer, wann du willst. Du kannst auch im Wohnzimmer schlafen, auf der Couch. Anstatt auf der draußen in der Hütte. Ey, du bist ein... Geil, das ist ja ein Angebot. Wo ist die Wohnzimmer-Couch? Hier ist keine Couch. Meinst du den Sessel? Miau, ach so. Hehehe. Ich lock sie mal hier hinzulocken. Hey, Antje. Karl. I guess it's time for you to go home. Alle machen sich bestimmt Sorgen. Nein, ich will noch kurz... Nur kurz. Ach, egal, ich gehe ins Wohnzimmer aufs Sofa. Komm schon. Naja, nein heißt nein. Das ist nur so. Das ist doch gut. Hier schlafen die Eltern. Und das ist ja dumm, guck mal. Hier schläft Antje. Hier schlafen die Eltern. Das bedeutet, wenn Antje nachts auf die Toilette muss oder sich hier ein Glas Wasser holen möchte, dann haben die Eltern, sie können ja gar nicht mehr, weil die immer damit rechnen müssen, dass, da war das ja vielleicht ganz gut, dass Antje jetzt mal ein bisschen auf Reisen war. Aber warum haben die in der Zeit nicht mal die Betten zusammengeschoben? Außerdem kann ich nicht, wenn die Katze zuguckt. Miau. Die haben außerdem gar kein Badezimmer. Okay, jetzt ist mir einiges klar. Hier wird einiges klar, Freunde. Weg hier. Ich will jetzt zu meiner Mama. Ich will kurz noch einen Döner kaufen. Ach, hier gibt's gar keinen Döner. Hier wohnt dieser dubiose Typ. Der ist gar nicht mehr da. Der hat uns irgendwann geholfen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Es ist so lange her. Da kommen wir in diesen Weg. Wir trampeln durchs Getreide. Wir trampeln durch die Saat. Hurra, wir verblöden. Für uns bezahlt der Staat. So. Tucson Town. Was ist... erinnern, dass ich da jemals durchgegangen wäre. So, auf jeden Fall, bevor ich zu Mama gehe, gehen wir einmal kurz in unser eigenes Haus. Oh, dieses Spazieren macht auch voll Spaß eigentlich.
wie geht's jetzt eigentlich, wo wir mit Earthbound durch sind, mit Let's Sleep weiter, ist die große Frage. Also mach auf jeden Fall weiter. Und als nächstes wird jetzt erstmal ein bisschen Stardew Valley ausprobiert. Ein bisschen rumgestardew valleyed. Ich habe mich ganz wenig über das Spiel informiert. Ganz wenig bis gar nicht. Aber ich werde mal gucken, ob ich da reinfinde. Ich glaube, zum bisschen rumdösen und langsam spielen, das ist auch das Richtige. Das werden wir alles sehen. Wie das ist. Jetzt gerade genieße ich hier tatsächlich ein bisschen diese Idylle. Fast schon perfekt. Versuchst du uns die Zeitung zu verkaufen? Geh weg. Wir lesen keine Zeitung. Ach ja, ich möchte ganz kurz in einem Hotel schlafen. Apropos Zeitung. Denn wenn du im Hotel schläfst, kriegst du mir die Zeitung. Vielleicht werde ich dort sehr als Held gefeiert. Where is the Hotel? Okay. Straße runter. Von diesem Dorf, ne? Ich habe die ganze Polizei dieses Dorfes verprügelt. Erst die Punker, dann die Polizei. Ach ja, schöne Erinnerungen an Onette. Ich glaube, das ist auch der Ort, an dem ich am meisten Zeit verbracht habe, weil ich da noch ein bisschen ins Spiel reinkommen musste. Ich weiß noch, wie schwer es war, die Punker am Anfang zu besiegen. Jetzt würde ich die wegpupsen. Welcome to Hotel Onette. Ja klar, schöne Nacht im Hotel. Ich ausgeruht bin, wenn ich jetzt zu meiner Mutti komme. Read me the newspaper, dude. Guten Morgen, hier ist deine kostenlose Ausgabe der Morgenzeitung. Hier sind die heutigen Schlagzeilen. Onette Police Chief finishes Earthbound und fragt, wo ist das Sequel? Okay, der Polizeichef von diesem Ort hat das Spiel, in dem er sich selbst befindet, auch durchgespielt. Witzig. Und er fragt sich, wo ist das Sequel? Ja, das Sequel wäre, also im Japanischen ist das ja Mother 3. Also wäre das Sequel Mother 4. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Englisch auch gibt. Ich glaube schon. Ich müsste das nochmal... Ich hatte das alles schon mal nachgelesen, aber ich bin dann so ein Sieb, dass ich diese Information zwar erhalten habe. Gehen wir jetzt schon zu Mama? Bücherei. Wir haben gar keine Bücher dabei, die wir noch zurückgeben müssten. Haus, ob ich das nicht irgendwie anzünden kann. Du bist so ein Wichser. Entschuldigung, ich will auch nicht fluchen. Du bist so ein Lümmel. Salutation. Du bist der Junge von nebenan. Ich habe gehört, deine Familie hat Schulden. Mrs. Minch hat mir darüber erzählt. Naja, leben und leihen. You just have to keep plugging away. Boah, guck mal, die Mutter, das ist echt diese krasse Visage. Wie gewöhnlich trägst du deine Grubbies. Was sind Grubbies? Das weiß ich auch nicht. Mein Sohn ist nicht zu Hause. Er läuft irgendwo rum. Mein Ehemann ist auch nicht weg. Oh, ja. This is Mr. Pretty Man. Das ist Herr Hübschmann. Tät jetzt eine Affäre mit Herrn Hübschmann. He always has great advice. He's a real gentleman. He is. You'll be happy to meet him. Das ist Herr Pretty Man. Mr. Hübschmann. Ich finde ihn nicht sehr hübsch. Du tust mir echt leid, Mann. Er ist nur durchschnittlich cool. Aber er ist eigentlich schon cool. Sein Bruder ist halt scheiße. Das färbt auf ihn ab ein bisschen. Aber kann er nichts für.
er nichts für. Schwere Kindheit gehabt. Macht aber das Beste daraus. Mindestens durchschnittlich cool. Mr. Pretty Man. Okay, ciao. Oh, mit Tränen in die Augen ein bisschen. Das ist echt. Geh mir zu Mama. Ich will aber nicht, dass es vorbei ist. Ich will nicht noch ein bisschen. Ich noch irgendwas vergessen? Müssen wir nicht noch irgendwo hin? Ach komm. Gibt es noch irgendwo Gegner? Hallo. Oh. Hi Mama. Wow. Du bist so ein starker junger Mann geworden. Ich möchte all deine ganzen Storys hören. Aber ich will dich auch nicht nerven. Direkt, wo du durch die Tür reinkommst. Nach all deinen Gesprächen mit den Leuten, die du auf dem Weg auf deinem Abenteuer gelegt hast, ist dein Abenteuer ist endlich über. So, bitte komm wieder hierher zurück. Der Fotomann! Fuzzy Pickles hat ein Album vorbeigebracht. Ich möchte es mit dir angucken. Klar. Hast du alles. Aber wollen wir noch irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Wir könnten noch rumlaufen und mit allen quatschen. Aber ich glaube, es ist während der Zeit langsam Abschied zu nehmen. Deswegen sollten wir vielleicht jetzt das Album mit dir angucken. Jetzt kannst du endlich deine unglaublichen Erfahrungen mit mir teilen. You did so well. Oh, wie sie tanzen. Im Gleichschritt dance. Da kommt meine Sissy dazu. Kommen jetzt die Fotos? Das ist kein Foto. Jetzt kommt erstmal die geile Musik. Picky Minch. Lardner hieß sie. Aloysius Mint und Poki Minch. Bas. Liar Exaggerate. Frankie Fly. Frankie, ich dachte, der Frankie the Knife. Hier The Sharks, die Pogo Punker und alles. Der Pirkel ist der Bürgermeister gewesen, ne? Ja. Captain Strong und die ganze Polizei. Cool Cast Roll. Antjes Mutter. Ey, Antjes Mutter hat was von Pretty Woman. Antjes Daddy und Antje und der Teddybär. Orange Kid, Apple Kid und die Exit Maus. Mr. Everdred. Der alte Hippie. The Runaway 5. Oh, Cast Roll. Oh nein, die Happy Happiests. Meine Lieblingssekte. Davon T-Shirt war eigentlich geil. Man sagt, man ist Happy Happiest. Mr. Carpenter natürlich. Bubble Monkey. Wo ist seine Affäre? Der hat doch noch eine Affäre. Tessie! Der Tessie Watching Club. Oh, Tessie. Der Hauptgrund meiner Liebe für dieses Spiel. Der Brick Road, in dem waren wir sehr lange drin auch. Dr. Undonuts. Bernie. Mr. Saturn und seine ganzen anderen Penis-Dudes. Master Belch. Kommt noch der andere Super Belch, den gab's auch nochmal in Dicker. George Montage. Und Gerardo Montage. Ach, die sind verwandt. Hat mir gar nicht aufgefallen. Der Talarama. Den habe ich nicht genau verstanden. Geldegarde Monopoly. Der war eigentlich ganz okay. Venus fand ich irgendwie ein bisschen überheblich. Kirill, eigentlich war ein super Typ. Bisschen still, finde ich. Starmaster, obersuper Typ. Kirills Meister. Da, Dungeon Man.
Mr. Briggs, Noble Warrior. Oh ja, die Tender Dudes waren strange. Sehr schüchternes Volk. Flying Man! Ich habe nur zwei Flying Men getötet, ne? Falls euch erinnert, zwei Stück. Die anderen leben noch. Dubiose Passanten. Badehosenboy und Bikini Girl. Ah, diese Einkaufsfrau mit dem Lippenstift. Und die Person mit der Maske. Dad das Telefon. Sleepy Tracy, Carl und Mom. Kommen jetzt die Fotos? Und wie sind die wohl gerendert? Sind das richtig krass? High Rendering Pictures? Sagt er, das war meine Fondest Memories zurückbringen. Jetzt bring mir bitte meine Fondest Memories. Fuzzy Pickles. Fotoman. Macht er jetzt ein Foto von mir? Aus der... Ein Sepia-Filter drüber gelegt. Das erste Haus, wo ich aus dem Haus komme. Was, ach ja, ein Bild von mir in unserem, oder von meiner, von der ganzen Gang in unserem Haus, das wirklich fürchterlich war. Kein gutes Bild. Yay! Mein erstes Fahrrad. Das haben wir gar nicht gebraucht, das war echt dumm. Aber es war ja auch umsonst. Wo genau ist das? Ah, ich weiß. Da, wo wir das erste Mal UFOs gesehen haben. Ach. Ich hab den Namen von unserer weiblichen Begleitung schon vergessen. Guck. Jetzt ist sie nicht mehr da. Jetzt ist der Name weg. Tessie Watching Club. Da hat er einfach Bernie alleine fotografiert. Und da sind wir in der Brick Road. Im ersten Dungeon von Mr. Brick Road. Wow. Hier kurz auf dem Friedhof von Street. Ja, kurz bevor wir uns hinterm Wasserfall in die große Kotzfabrik begeben. Und da, als wir die Kotzfabrik besiegt haben und uns gereinigt haben in der Quelle. Alles mit Sepia-Filter. Oh, guck mal, vor dem Zirkuszelt in Street. Waren da die Zombies schon weg? Weiß es nicht. Ja, bei Bodo mit dem Bagger und der baggert noch. Mr. Montage. Und was ist hier? Wo sind wir da? Ach, das ist das Museum, ne? Dieses Dinosaurier. Naturkundemuseum. Und hier im Dinosauriermuseum drin. Ja, die Credits schauen wir uns noch an. Dann sind wir durch mit diesem. Monotoli Tower. Yeah, wir versteckt dahinter. Da ist er auch einfach auf dieser Wand gelandet, der Fotograf. Das weiß ich noch ganz genau. Das erste Mal im Spielzeuggeschäft. Oh, da ist Bernie down. Das ist ein neues Engelstart. Witzig. Und da alle in Dalai Salam. Alarm, meine ich. Nochmal. Vom Elefanten, vor den glücklichen Elefanten. Ach ja, Stonehenge und die eigentlich ganz netten. Die haben einen Picknick-Lunch gedroppt, wenn man sie verprügelt hat. Wo war was? Ach ja, unser Strandhotel, viel zu teuer.
viel zu teure Preise, Touristenlage, Nepp. Guck, und das Restaurant hatte einfach keine Lasagne mit Trüffelpasta. Überhebliches Pack. Schön am... Oh, das war schön. Der Strand war schön. Mit den Mariachi Bros, zumindest einem davon. Hier am Hafen. Mit dem Seemann. Das ist auch eine schöne Ecke eigentlich. Oh ja, in Scaraba. Auf dem Bazaar. Da gab es Schlangenbeutel zu kaufen. Kurz bevor wir in die Pyramide steppen. Und kurz vorm Hitzschlag. Und ein schönes Gruppenfoto mit Dungeon Man in seiner großen Dungeon Man, nach seiner Quick Roads Transformation zum Dungeon Man. Hier in den Sümpfen. Wir haben gar nicht die Schweinenase benutzt, um Trüffel zu sammeln. Aber wir haben das Spiel auch ohne die Trüffel besiegt. Und hier bei den Tenders in der Tender World. Bei den Saturns. Ach, wann war der denn da? Als das Player. Scarborough, Barbara, Andy, Shillelagh. It's me. Scarborough, Barbara, Andy. Ja, davon gibt's kein Foto. Ah, tja. Was soll ich sagen? Was für ein bärenstarkes Spiel. Das war voll angenehm zum Spielen. Mega cool. Sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin Nintendo sehr dankbar, dass sie das auf das... ich habe es jetzt zwar die ganze Zeit auf der Wii U gespielt, aber ich wäre nicht auf das Spiel gekommen. Warte mal, da gibt es noch... Es passiert noch was. Ich kriege einen Anruf. Es gibt einen Anruf. Was ist da los? Ich habe meinen Schlafanzug an. Hi. Ich bin's, dein Daddy. Boah, du warst echt lange draußen jetzt. Es ist vielleicht nicht meine Sache, aber ey, wäre es nicht eine gute Idee, jetzt eine Pause zu machen? Nee. Also die Fate of the World ist gar nicht mehr at stake. Ich habe ihn ja besiegt. Kann ich jetzt hier nochmal rumlaufen im Schlafanzug? Du kannst also noch weitermachen. Und da klopft jemand an. Nein, das Spiel geht einfach wieder von vorne los, kann das sein? Das wollen wir jetzt aber nochmal schnell rausfinden. Ich glaube, ja, es ist das. Oh. Nee, es geht doch noch weiter, sorry. A letter arrived from my brother, Pokey, and it's addressed to Carl. Es gibt keine Briefmarke und. Und es ist nicht die Zeit für den Mailman to come. Anyway, I brought it over. It says, come and get me, loser. Spankity, spankity, spankity. I wonder where he is. Oh. The end? Fragezeichen. Spankity, spankity, spank. Ja. Tja, Poki gibt's noch. Den dummen Sack, ey. Der dumme Sack, Matt-Sack. Also ja, danke an Nintendo, dass sie das auf die SNES Classic Mini gepackt haben. Sonst wäre ich nicht auf das Spiel gekommen. Also, das echt einmal kurz angespielt gehabt und gedacht, wow, ich muss es unbedingt spielen. Konnte es hier vorschlagen und durfte es dann spielen. Fand es bärenstark. Bin ich froh, durch zu sein? Ich weiß nicht. Also dadurch, dass ich jetzt, das war jetzt ein bisschen absurd. Also ich habe ja, normalerweise spiele ich intensiver. Also ich habe jetzt ja diese lange Pause gehabt, weil ich meinen Urlaub hatte im Dezember. Also ich glaube,
ich am letzten, also 10. Dezember oder 11. Dezember war letzter Tag hier und habe jetzt quasi 3 Wochen oder so nicht gespielt und jetzt halt wieder rein und jetzt innerhalb von 5 Folgen quasi durchgekommen. Sodass mir jetzt gerade noch ein bisschen das Feeling von dem Ganzen fehlt. Normalerweise ziehe ich das gerne so noch mehr am Stück durch, um mich noch mehr reinsaugen zu lassen. Das hatte ich erst, also als ich so Feuer aufgezeichnet habe, war es halt so. Und jetzt war es auch schon irgendwie deep. Und jetzt war es gerade cool, die ganzen Bilder zu sehen, weil das so ein bisschen wieder so aufgefrischt hat, wo man eigentlich alles war und so. Bärenstarkes Spiel. Und ich hoffe, ihr konntet dazu trotzdem gut einschlafen. Ja, jetzt wird es weitergehen mit ein bisschen Stardew Valley zum Einschlafen, also ab morgen dann. Und ich wünsche euch eine gute Nacht und dass ihr viele gute Nächte mit Let's Sleep bisher gehabt habt. Und in diesem Sinne, Fuzzy Pickles! Ciao, ihr Lieben.